Jo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Eurotruck. Und ja, ich bin mal wieder da. Seit langer Zeit habt ihr wahrscheinlich schon gewartet, wo ich bleibe. Und ja, das heißt wieder Eurotruck. Und heute werden wir mal ein bisschen durch die Landschaft fahren und ein bisschen durch die Welt reisen. Ein bisschen um Innsbruck herum werden wir nach zu einer kleinen Haltestelle fahren, wo ich so ein bisschen erzählen werde, wo ich eigentlich die ganzen Wochen jetzt war. Und zwar ist aus dem einen einfachen Grund, dass ich jetzt eigentlich zwei Gründe. Es gab einerseits eine kleine familiäre Panne, weshalb ich nicht zocken konnte. Und des Weiteren fangen bei mir jetzt auch die Vorabi-Klausuren an. Zudem möchte ich mich ja auch jetzt noch ein bisschen vorbereiten, deshalb kamen jetzt auch die letzten zwei, drei Wochen keine Videos. Ich war ein paar Mal bei Propan. Da haben wir zum Beispiel das Case-Opening gemacht. Es werden aber auch jetzt noch andere weitere Folgen kommen. Und es werden jetzt auch wahrscheinlich weniger Videos kommen. Das hat ja wegen dem Grund, dass ich Vorabi jetzt habe. Zwar drei Klausuren werde ich schreiben. Einmal Englisch und Mathe-LK. Jetzt direkt in den nächsten zwei Wochen. Dann am Ende nochmal Deutsch. Und das soll es so gewesen sein als kleines Infovideo. Es wird auch jetzt nicht allzu lang das Video werden. Denn ich werde es jetzt erst gleich noch kurz cutten und danach hochladen. Es wird jetzt ungefähr ein 5-Minuten-Video. Und wo ich nur sozusagen als kleines Infovideo an euch, wo ich sozusagen so lange geblieben bin. Und ja, hoffe ich, es hat euch gefallen. Es werden auf jeden Fall jetzt auch wieder Livestreams geben. Ich werde versuchen, ein oder zwei etwas kleinere Livestreams am Wochenende zu machen. Dafür werden dann sozusagen nur so kleinere Folgen Minecraft und Oil Truck oder so mal Montag, Mittwoch und Freitag kommen, aber ich kann es euch nicht versprechen, dass jeden Montag, Mittwoch und Freitag Folgen kommen werden, denn ich weiß nicht, wie ich am Wochenende vorproduzieren werde. Und ja, das soll sozusagen so ein bisschen gewesen sein. Jetzt werden wir hier noch ein bisschen durch die Welt von Oil Truck ein bisschen rumfahren. Ich habe auch wieder gesagt, ein bisschen gespielt, auch offline, auch früher in den Streams habe ich ein bisschen gezockt. Aber schon lange nicht mehr und spiele auch gerade ohne Lenkrad. Des Weiteren wollte ich euch noch kurz sagen, werde ich auch ein kleines Review machen zu meinem Lenkrad, das ich gerade zwar nicht angeschlossen habe, aber sonst relativ häufig damit spiele. Aus dem einen Grund, weil ich mich sozusagen bei einem Livestream mehr auf meinen Chat konzentriere und nicht auf das Spiel, deshalb ich das ein oder andere Mal schon die Unfälle gebaut habe, weshalb ich das gelassen habe, mit einem Lenkrad zu spielen. Oh, der lässt mich schon durch, dankeschön. Und deshalb spiele ich aus dem einen Grund mit der Tastatur. Und wenn ich dann mal offline bin und einfach so mit mir alleine zocke, dann spiele ich auch natürlich mit Lenkrad, weil es natürlich mehr Spaß macht. Und wofür habe ich dann sozusagen sonst das Lenkrad? Ich fahre mal kurz YOLO-mäßig hier durch. Keine Panik, ich fahre jetzt nicht immer so, aber ich möchte halt nur da vorne zum markierten Kennzeichen, dass die Folge jetzt nicht zu lang wird, dass ich die Folge nicht einfach unnötig zu lang mache. Und ja, der bremst ja auch schon wieder schön ab. Ja, wir fahren gerade einen Digger 500, der wiegt 8 Tonnen. Für meinen Scania ist das jetzt nicht so das große Problem, aber ich habe ja noch zwei weitere Trucks, ein Mercedes, der hat irgendwie 680 PS und noch ein MAN, der hat 640, glaube ich, aber der ist nicht so stark wie der Mercedes und wie der Scania, welche ich euch noch später mal zeigen in den Videos, wenn ich die vorstellen werde, weil ich hatte mal ein MAN, mit dem bin ich gefahren und hatte einen 20 Tonner Trailer. Das war dann nicht so lustig, weil ich einen Steinberg baue, muss ich dann hochfahren, hatte ich ungefähr circa 10 Minuten gebraucht, allein da hochzufahren. Brauchte irgendwie 10 Anläufe, um wieder hochzukommen, war irgendwie nicht so lustig und habe mich da echt durchgequält. Hab leider dazu kein Video gemacht, aber wäre jetzt auch nichts Besonderes so in dem Sinne. Und da haben wir jetzt auch schon die Rasthaltestelle erreicht. Sind etwas schnell unterwegs, aber juckt ja keinen. Dann würde ich gerne. Oh, da bin ich schon zu weit gefahren. Wollte ich mich eigentlich da hinten rechts einparken. Aber ich packe mich einfach mal hier hinten links ein. Ich bin auch gerade auf den Medium-Einstellungen. Weil der
jetzt hier noch sozusagen gerade angemacht wurde, deshalb ist die Grafikkarte noch nicht auf voller Leistung. Und ja, dann war es das von diesem kleinen Tag heute. Oiltruck, und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Wir sehen uns wahrscheinlich in einem Livestream oder so. Werde ich vielleicht heute oder morgen auch mal wieder Livestream. Heute ist ja Freitag. Und morgen oder übermorgen werde ich vielleicht mal einen kleinen, ja, Livestream raushauen. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Bleibt geil und ciao, ciao.